So, jetzt muss ich erstmal checken. Check, 1, 2. Ja. Hier ist wieder David von Scout und heute mit unter der Rubrik klassische Computer. In diesem Fall ist es der VC20. Ja, was ist das VC20? Das war damals der Volkscomputer, der Commodore VC20, der Vorgänger des C64, der für viele ein Begriff ist, der mit 64 Kilobyte RAM aufwarten konnte in der Grundversion. Der VC20 hatte nur 5000 Kilobyte. Gut, also das ist jetzt hier so eine kleine Demo-Geschichte, die lasse ich jetzt mal anhalten, damit ich ein bisschen erzählen kann über den VC20. So sieht er übrigens aus, wenn man ihn einschaltet in der Grundversion. Also, ziemlich groß. Übrigens, wie ihr sehen könnt, ich habe auch jetzt eine Lesebrille auf. Ich habe mal im Forum gelesen, sei froh, dass der VC20 so große Buchstaben hat. Ja, also wenn ich jetzt hier hingehe und ich gebe irgendwas ein, ich kann es auch ohne Lesebrille lesen. Wunderbar, ist klasse. Und man konnte ihn damals auf 32 Kilobyte erweitern. Das werde ich jetzt mal machen. Und dann sehen wir, dass er nicht 32.000 Kilobyte anzeigt, sondern 28.159. Da geht der Grafikspeicher noch von ab, der Raum geht noch ab. Ja, das ist das, was man hier erkennen kann. Haut nicht einen gerade vom Hocker. Ich muss jetzt dazu sagen, das ist ein Emulator, auf den ich das hier laufen lasse. Und zwar auf den. Achso, ich habe jetzt hier. Ich muss jetzt erstmal umschalten zwischen groß und klein. Das ist der Weiß-Emulator, den habe ich jetzt diesmal eben gerade so draufgeschrieben. Witze, Weiß, also VIC, ne, für VIC, weil der in Amerika und England VIC heißt, also VIC. Und hier in Deutschland Volkscomputer, VC. Ja, sehr, sehr toll, ne? Volkswagen, Volkscomputer. Gut, ja, um jetzt nicht irgendwie in Nostalgie zu verfallen und zu viel zu erzählen, werde ich jetzt mal wieder die Grundversion einschalten und zeigen, wie ich den kennengelernt habe. Man läuft irgendwie so nach der Schule durch die Stadt und klappert so die Geschäfte ab, Unterhaltungselektronik. Und irgendwann mal haben wir in einem Quelle-Geschäft einen Computer gesehen, beziehungsweise ein Computerspiel. Und da lief ein ganz komisches Programm. Und das werde ich jetzt mal starten. Das sieht so aus. Oh, ich muss agieren, sonst werde ich abgeschossen. Na, da ist schon was. Also unten, da ist ein Panzer. Und oben ist ein UFO. Das sind noch keine grafischen. So. Was habe ich denn abgeschlossen? Oh, schrecklich, 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 schrecklich. Die Sounds und diese Bauklotz-Grafik und das geruckelte. Oh, das wollen wir jetzt mal schnell unterbrechen. Deswegen mal Break in 655. Da sehen wir auch schon die Zeile. Haha. Ich mache einen Run-Stop-Restore und lasse mal hier die Liste mal laufen. Also wenn man List eingibt, ich mache immer Kurzform. Also man erkennt schon, dass ich jetzt hier nicht ganze Wörter eingebe, sondern so kleine, wie heißt das nochmal? Wie heißt das nochmal? Schnelltasten? Schnelltasten? Ja, gab es damals schon. Ne? Gut, okay, so sieht das Programm aus. Es belegt den ganzen Grundversionsspeicher. Und wenn ich RAN eingebe, also das ist das Startwort für jedes Programm, dann sehen wir hier, dass das läuft. So, schön. Aber es war zu der Zeit von den Spielen oder das, was damals auf den Markt kam, für teuer Geld übrigens, war das viel zu primitiv. Das wird übrigens heute noch, es werden übrigens heute noch Programme für diesen VC20 geschrieben und für den 64er, aber heute geht es ja diesmal um den VC20. Und möchte abschließend eine kleine Demo zum Besten geben, in Maschinensprache natürlich, was man wirklich alles aus dem VC20 herausholen kann. Und da werde ich jetzt mal eben kurz mal virtuell eine Diskette eingeben. Ne, also muss ich ja irgendwie auch mal erzählen.
dass das alles virtuell ist. Leider hätte ich jetzt dieses Hardware-Teil hier direkt vor mir stehen. Ich hab's, aber ich habe es so umfrisiert in den 80ern, dann erkennt man gar nichts mehr. Die Tastatur ist ausgebaut, da ist ein AEPROM-Brenner drin, Schalter jede Menge und so weiter und so fort. Deswegen suche ich noch irgendwie einen, der mir so ein Ding für eine günstige Mark mal überlässt. Ja, also, dann wollen wir mal mit der Demo anfangen und ich wünsche euch viel Spaß. Es erinnert an übrigens an alte C64-Demos, nicht zu verwechseln. Also, habt noch einen schönen Tag und die langen Pausen, was heißt lange Pausen, aber die schwarzen Bildschirme ist immer ein Zeichen dafür, dass er zwischendurch was von der Diskette aus der Floppy einlädt. Virtuell versteht sich. Also, virtuell schöne Grüße und wer ist das denn? Kennt jemand den hier? Gut, also, ciao. Und viel Spaß noch. Oh, das war weiß einer, wer das war? Sah aus wie Madonna, ne? Gut, okay. Was natürlich zu Demos immer gehört, sind irgendwelche Großbuchstaben, meistens mit Grüßen an irgendwelche Hacker-Cracker-Typen und solche Geschichten. Gut, okay, ein paar Aphorismen hier. Ich kann mich ab und zu mal ein bisschen hier so einbringen und ein bisschen was dazu sagen, was jetzt kommt. Jetzt dürfte der Würfel kommen. Hier ist der Würfel. Der zweite Würfel hat ja so ein bisschen an Transparenz erinnert. Das sind halt eben farbliche Tricks. Oh, Plasma. Plasma genannt. Ja, gleich dürfte was kommen, und zwar ein Musiksample in den VC20 rein. Also mit einer Wellenform, die senkrecht dargestellt wird. Zu der damaligen Zeit unvorstellbar. Also ich muss es nachher ein bisschen lauter drehen. Ich hoffe, das hört man dann auch. Wenn natürlich gleich dieser blaue Balken von unten nach oben kommt, der die Wellenform darstellen wird. Also geht ab. Also meine Herren. Jetzt muss ich wieder leiser drehen, sonst wird es zu laut. Jetzt kommt, was kommt jetzt nochmal? Überlegen. Ach ja, richtig. Jetzt kommt das Ganze nochmal als Film, beziehungsweise einen grob pixeligen Film. Also man hat den richtig aufgenommen, man hat den sozusagen reingerendert, daraus Daten gemacht und in den VC20 hineingeladen. Diese Daten, dann ein Programm drum geschrieben und dann das Ganze so visualisiert, wie der VC20 es maximal machen konnte. Wir sehen hier
vier verschiedene Farben. Violett, blau, schwarz und weiß. Und natürlich nicht flüssig, ist klar. Das Ding hat nur einen Megahertz Taktfrequenz. Na, und dann solche Ergebnisse zu machen, ist schon interessant. Ja, und schließlich ist es ja auch die Vorlage damals für viele Musiksendungen oder Musikvideos heute noch, alles verpixelt darzustellen. Ja, das waren die Vorläufer aus den 80ern, das waren die ganzen alten Computer. Gut, P heißt für Pause, P heißt für Ende, P heißt parken. Wir werden uns jetzt mal woanders hinparken und ich hoffe, ich kann mehr über diesen VC20 noch berichten. Neuigkeiten oder auch mal eine andere Kiste vorstellen. Ich wünsche euch jedenfalls alles Gute und habt einen schönen Tag.